Liebe Rapid-Fans, willkommen zurück zu Auswärtsspiel in Hütteldorf, die Analyse nach dem Spiel. Und ja, vor genau einer Stunde haben wir uns gemeldet und waren eigentlich alle sehr traurig und enttäuscht nach der ersten Halbzeit und haben, glaube ich, nicht alle damit gerechnet, dass wir jetzt nach dem Spiel so da sitzen, auch wenn wir es uns alle gewünscht haben und wir es gehofft haben. 3:2 Auswärtssieg nach 0:2 Rückstand gegen Sturm Graz und man hat schon die Stimmung gesehen mit den Masken auch und mit dem Otterkringer Rapid Bier. Übrigens erhält dich jetzt in unseren Fanshops. Super zum Anstoßen und ja, funktioniert nicht. Es tut richtig gut jetzt, im Gegensatz zur Halbzeitanalyse, oder? Jetzt könnte ich gescheit sein und sagen, in der Pause habe ich gesagt, 2:0, jetzt müssen wir, vielleicht geht noch was.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt in der Pause. Aber jetzt in der zweiten Halbzeit war das schon lässig. Ich glaube, dass es sehr wichtiger war, dass der Ercan gekommen ist. Der hat in dem Spiel, der Meli. Also ich finde das jetzt großartig und ich freue mich richtig, dass wir das jetzt noch draht haben. Steffen, hättest du geglaubt zur Pause, dass Rapid dieses Spiel noch dreht? Es war noch eine Halbzeit zu spielen und man hat es dann gesehen, zweite Halbzeit waren es dann doch deutlich besser. Man hat viel mehr riskiert und ja, ist dann doch noch dafür belohnt worden. Haben natürlich noch einige Chancen liegen lassen. Sturm war auch immer wieder ein klein wenig gefährlich, aber einfach auch aus dem Grund, weil wir doch hohes Risiko gegangen sind. Ja, aber es gibt Schöneres, wie nach einem 0-2 zur Pause ein 3-2 zu gewinnen und gibt natürlich auch extrem viel Selbstvertrauen auch noch dazu. Und damit kann ich sagen, weil der ist ja schon heimgegangen in der Pause. Austauschen muss Austauschen, ja. Nein, also sich 3-2 gewonnen. Es hätte auch anders sein können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Rapid 3 Stück reinmacht. Glücklich, hin und her, 3 Punkte stehen, das ist das Wichtige. So ist es. Was hat Rapid besser gemacht in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit? Die Chancen hat er reingemacht. Eigentlich waren das jetzt nicht so richtig herausgespielte Chancen, aber Einzelaktionen wurden halt belohnt. Von Melich, Elfmeter. Im Fußball gehört alles dazu. Hauptsache die Kugel ist über die Linie. Mutig, gell, den Elfer. Es ist richtig gewesen, aber gibt auch nicht jeder. Ne? Ja. Der war, glaube ich, 20 cm drin. Vor allem, es war die Bewegung vom Tor weg. Weg, ja. Also, Herr Hameter, gut gemacht. Genau, so ist es. Gehen wir kurz die Tore durch. Gleich kurz nach der Pause, das war natürlich ganz wichtig für die zweite Halbzeit. Kevin Rase nach super Flanke von Filip Stojkovic, dann mit dem Kopf das Tor. Kurz zur Entstehungsgeschichte. Da habe ich geglaubt, ich habe mir es jetzt einmal angeschaut, bin mir immer noch nicht sicher, ist auch völlig wurscht. Da habe ich geglaubt, er ist offside, aber war er scheinbar nicht. Nicht. Der Kelvin und hat das super gemacht. Elfmeter, Steffen, du hast sehr viele Elfmeter-Tore für Rapid erzielt. Was sagst du zum Elfer von Stefan Schwab? Beim Elfmeter zählt es nur, dass er drin ist, alles andere ist wurscht. Diesmal war es eine schwierige Situation, beim 2-1 geht es anders zum Elfmeter, wie ich glaube beim letzten Mal war es 3-0 oder 4-0, das er gemacht hat. Extrem wichtiger Elfmeter, eine Code fertig. Und dann, jetzt kurz vor Schluss, Ercan Kara mit dem Tor. Freuen uns, glaube ich, alle besonders, dass wieder er das Tor erzielt, oder? Schön rausgespielte Aktion, also weitergeleitet. Und ich kenne ihn nicht so, dass er jetzt ein Torwart überspielt, aber für Überraschungen ist er auch gut. Ja, aber das hat er super gemacht, das oder? Das hat er richtig gut gemacht. Und von wem war der Pass? Thorsten, glaube ich, ne? Thorsten Schick dann hat ihn so prallen lassen und vorher der lange Ball von Leo Greimel. Super. Also großartig dann die Tore herausgespielt, beziehungsweise der Elfer auch gut herausgeholt. Sprechen wir kurz über Meli Ibrahimoglu. Steffen, du hast nämlich, wie wir das Spiel gesehen haben, gesagt, der wäre jetzt genau richtig. Das wäre sein Spiel. Wie hast du das gemeint, wenn man den jetzt eintauscht? Ja, weil er einfach ein Spieler ist, der auf die ersten Meter unheimlich schnell ist, eine gute Technik hat, der auch mal wirklich einen Gegenspieler einfach überlaufen kann. Auch mit seinem ersten Kontakt ist er schon vorbei und da Linien überspielen kann und so eine Mannschaft da richtig unter Druck setzen kann mit seinen Aktionen. Und ich glaube, das hat er heute richtig gut gemacht und ja, schauen wir mal, hoffentlich macht er so weiter. 3-2 Sieg also in Graz. Ich glaube, wir haben auch die gesammelten Ergebnisse dann in Kürze eingeblendet und da wissen wir vom Nachmittag 3-0 Sieg von Salzburg gegen Hartberg und dieser Sieg des WRC beim LASK und somit in der Tabelle Platz sind wir jetzt wieder auf Platz 2 zurück. Na bitte. Ja. Rapid wieder auf Platz 2 und zwar 2 Punkte vor dem LASK und 4 Punkte weiterhin vor dem WRC. Da hat sich also nichts geändert, weil der WRC und Rapid also gewonnen hat. Deswegen jetzt meine Frage. 2 Spiele stehen noch an für Rapid. Am Mittwoch gegen den LASK zu Hause, letztes Heimspiel. Und dann in einer Woche beim WRC. Also 2 direkte Duelle. Also ich glaube, jetzt war das aller Wichtigste, weil wir haben in der Pause noch geredet. Boom. Jetzt musst du gegen den LASK, da geht es dann schon um alles, weil wenn es da nicht gewinnst, bist du gleich Vierter. Jetzt hast du 3-2 gewonnen. Jetzt schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus und jetzt kannst du am Mittwoch, musst du trotzdem schauen, dass du gewinnst, aber es ist schon wieder ein bisschen andere Situation. Steffen, wie siehst du jetzt die Ausgangsposition für die 2 Spiele? Das war ganz wichtig, dass wir den
Sieg noch geholt haben, auch fürs Selbstvertrauen von den Jungs und die Stimmung auch, weil wenn du dann drei Spiele hintereinander verlierst, dann ist eh wieder alles, alles negativ bei uns. Situation ist trotzdem, natürlich jetzt sind wir Zweiter, schaut gut aus, aber es ist brandgefährlich, weil du hast den LASK zu Hause, du hast WRC auswärts und da ist noch alles möglich bei uns, für uns von Platz 2 bis Platz 4. Aber ich bin guter Dinge eben gerade aufgrund des der Art und Weise, wie wir heute gewonnen haben, dass wir das schaffen. Mit, was glaubst du für die letzten zwei Spiele? Jetzt muss man dafür sorgen, dass die Hinteren Sorgen und Bangen haben. Jetzt musst du cool bleiben und die zwei Partien runterspielen, aber halt jetzt nicht so cool, dass du wieder offen stehst hinten, trocken runterspielen und im Platz schützen. Das würden wir uns alle wünschen. Derzeit also Platz 2 für unsere Mannschaft. Unbedingt noch dranbleiben jetzt bei Auswärtsspielen Hütteldorf, denn in wenigen Augenblicken gibt es unsere quasi Siegerehrung, die Bekanntgabe der Gewinner unserer beiden Gewinnspiele, die wir vor dem Spiel und in der Pause angekündigt haben, werden wir in Kürze ziehen und dann werden wir denjenigen auch gratulieren. Apropos gratulieren, jetzt muss ich da schauen, wo mein... Moment, ich gehe jetzt kurz aus der Kamera. Ja, je. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe nichts anderes jetzt, ich habe jetzt nichts anderes gefunden, ganz schnell. Im VIP-Bereich des SK Rapides sind zwei Punschkropfen. Liebe Rapid-Fans, liebe Zuschauer, Steffen, übergib du. Er hat morgen Geburtstag. Der Meister am Mikrofon. Luki wird morgen 23 Jahre. Happy Birthday. Danke. Ja. To you. Ja, bitteschön. Ja, alles Gute. Alles Gute, Luki. Nette Überraschung. Danke. Singen tun wir nicht. Also, Porky und ich wünsche dir was für die nächsten zwei Spiele. Ja, das mache ich. Na, was wünscht? Vielen Dank. Was wünscht er? Das darf man nicht sagen. Deswegen ist bei dir kein Wunsch in Erfüllung gegangen. Bei mir sind aber die meisten Wünsche in Erfüllung gegangen. Ich wollte nur schnell sagen, wegen einem Outfit. Das ist eine Sendung, die heißt Heimspiel, Auswärtsspiel in Hütteldorf. Und ich habe euch eingeladen und freue mich, dass ihr beide mit der Angerissenen da daherkommt zu dieser Sendung. Was sagst du als Moderator da dazu? Es ist Sommer und da darf man das. Ja. Ist eine Sportsendung, oder? Oder ist das ein Business-Talk, was wir da haben? Ja, hätte ich schon ganz gern, dass wir manches Mal wie Business-Menschen sprechen, oder? Ja, haben wir schlecht gesprochen oder irgendwas? Aber du... Wenn du kommst daher. Wenn sitzen, so businessmäßig, kann ich auch businessmäßig. Ich freue mich jetzt richtig, dass wir gewonnen haben. Das taugt mir total, weil, wie du schon gesagt hast, wenn du dann zwei, drei Spiele hintereinander verlierst und das Salzburg ist überall noch in die Köpfe drinnen, das war jetzt ganz wichtig. Und jetzt heißt es, die zwei Spiele, die auf uns dazukommen, das Bestmögliche zum Außerholen und dann beenden wir und hoffen, dass im September wieder losgeht mit vielen Fans und lauter Stimmung im Stadion. Genau, so ist es. Eine Frage hätte ich noch. Was glaubt ihr, war in der Halbzeitpause in der Kabine los bei Rapid, dass man dann doch so anders aufgetreten ist? Steffen? Ich kann es nicht sagen. Ich war noch nie dabei in der Pause, wenn der Didi Ansprache gehalten hat. Aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass es... So viel anders war es nicht. Wir haben nur die Torchancen genutzt. Ja, ein bisschen mehr Druck haben wir schon gemacht. Ja, Druck, Torchancen rausgespielt. Aber ja, sind wir zufrieden, wie es ist. So ist es. Dann verkünden wir jetzt die Gewinner unseres Gewinnspiels. Und zwar haben wir vor dem Spiel schon in unserer Sendung, apropos, die gibt es zum Nachsehen schon, auf Rapid TV mit sehr, sehr interessanten Geschichten, die ich besprechen durfte mit meinen drei Gästen heute bei Auswärtsspiel in Hütteldorf. Und da haben wir die Frage gestellt, und zwar... Markiert euren Freund, eure Freundin, Tag and Win Gewinnspiel, um ein 12er Dreh Otter gegen Rapid Bier zu gewinnen. Und wir gratulieren der Barbara Oberhauser. Sie hat gewonnen, denn sie möchte mit ihrem Mann das Rapid Bier teilen. Bravo, Barbara. Bravo, Barbara. Wir gratulieren und melden uns bei dir, wie du dann zu deinem Otterkringer Rapid Bier kommst in den nächsten Tagen. Und dann gab es die Gewinnspielfrage. Wie viele Tore hat Steffen Hoffmann in seinen 44 Spielen gegen Sturm Graz erzielt? Steffen, weißt du es mittlerweile, wie viele Tore es waren? 12. Sehr gut nachgelesen. Bei unserem Vorbericht ist das nämlich gestanden auf unserer Homepage. 12 Tore waren es und das haben einige gewusst. Vielen Dank an alle, die mitgespielt haben. Und der Christian Leber hat unter allen richtigen Einsendungen gewonnen. Christian Leber bekommt von uns dieses Rapid Powerbank. Was ist ein Powerbank? Du, hörst du mal, das hast du mich zuerst gefragt. Und das glaubt, ich weiß nicht. Ich kenne mich mittlerweile schon aus. Okay. Kann man aufladen. Das Handy wird aufgeladen.
lässig von unterwegs. Speicherkarte ist das, wo du Filme runterladen kannst und das und das. Das ist ein Blödsinn. Wo du schnappst hin. Was du redest. Was ist da? Der kennt sie ja gar nicht. Ich wusste es, was es ist, aber dass du hinschnappst. Also. Jedenfalls, das Powerbank wird dir in den nächsten Tagen zugesendet. Christian Leber. Ich habe eine Frage an den Fußballgott. 12 Tore gegen Sturm Graz. Auch das ist sensationell. Du bist wann Torschützenkönig geworden? Lass mich jetzt schon sagen, 13, glaube ich. Gell? Wann? 2010? Na, ehrlich? Ich glaube später. Ich glaube auch später. 2009 oder 2010? Echt? Aber wir werden das schnell recherchieren. Dann sag mal ganz kurz, wenn was war da, dass du der Beste? Du bist Mittelfeldspieler trotzdem. Warum? Keine Ahnung, es hat alles funktioniert. Ich habe relativ aber viele Tore gemacht. Freistoß war, glaube ich, gegen Sturm. 2, glaube ich. Das war das letzte Partie, war, glaube ich, in Mattersburg. Genau, das war sie. Und da ist bis das geworden. Ich glaube, dass das später ist. Na, Karl, Jimmy und der 19, wirklich, war? Damals hat man ohne Stürmer gespielt. Kopfballtore aber ohne eher Stürmer nicht, hat man da gespielt. Bitte? Kopfballtore eher nicht bei dir, oder? 2 Kopfballtore habe ich gemacht. Wo? 1 in der Liga. Warte, lass mal, und das zweite lassen wir sagen. Darf ich sagen? Das zweite darfst du sagen. Das war gegen Brücke. Ja. Auswärts Champions League. Ja. 2005. Und weißt du, was von da stammt? Jetzt sind wir bei den Anekdoten. Ja. Tor, Steffen Tor, nix natürlich, keine Musik, gar nichts. Die haben das Tor geschossen und auf einmal ist gekommen, dam, 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 dam. Dann haben sie wieder übernommen. Das ist schon lange. 15 Jahre. Da war es laut in Brücke. Da war es sehr laut, stimmt. Von dort kommt das? Also dort haben sie, habe ich gehört. Und dann habe ich mit den Fanvertretern zusammengesetzt, habe ich gesagt, was sagt denn, das war schon laut und lässig. Haben sie gesagt, ja, und seitdem spielen wir das, wenn wir durchschießen. White Stripes. Apropos Anekdoten, hättest du noch eine für uns? Mit Steffen Hoffmann Bezug? Wir hätten noch kurz Sendezeit sozusagen. Anekdote mit Steffen Hoffmann. Anekdote, die jetzt nichts mit Fußball kurz zu tun hat, die hat zu tun, da geht es gar nicht um Anekdoten. Der Steffen war ja immer auch bereit mitzumachen bei den Weihnachtsfeiern. Mhm. Und das ist gar keine Anekdote, gar keine Geschichte. Ich möchte nur Danke sagen an dieser Stelle, weil er war, glaube ich, bei jeder Weihnachtsfeier auf der Bühne, oder? Das waren doch 16 an der Zahl und hat jedes Jahr entweder gesungen oder moderiert. Einmal war es der Peter Alexander. Schon lange her, glaube ich. Aber ganz lang her. Nein, es war großartig. Hat auch dazu gehört. Hat viele, viele Fans gegeben, die sich wirklich lange angestellt haben, um Karten, dass dabei sein können. Hast du auch was gemacht einmal? Wir waren Kellner. Wir waren unterwegs. Richtig, richtig. Die haben servieren lassen. Wetteinsatz, oder? Ja, Wetteinsatz. Genau, wir haben auch kassiert. Genau. Wir haben auch kassiert. Meiner, es war kein Österreicher. Da muss immer mehr verlangen. Immer mehr verlangen. Die müssen dich bezahlen. Immer mehr verlangen. Also kriege ich auch ein Trinkgeld oder so? Sagt er, nein, alles gehört mir. Die haben wir verteilt, ja. Ja, genau, weiß ich schon. Steffen, ist dir ein Auftritt in Erinnerung geblieben bei den Weihnachtsfeiern? So viele ganz große Momente dabei. Ah, ganz schlimm war damals Ivan Knetz, das war meine erste Weihnachtsfeier. Da war als Frauen, ich weiß gar nicht mehr, was wir gesungen haben, aber das war. Ich weiß, da der erste Weihnachtsfeier im neuen Stadion und ich habe dann versucht, die Latte schon immer ein bisschen höher zu legen. Am Anfang, ich kann mich erinnern, weiß ich nicht, 1995 oder 96 war alles Playback, immer Playback und hat genügt, wenn die Spieler mit Kostümen gesungen haben und so weiter. Und irgendwann habe ich dann begonnen, sie müssen live singen. Und dann bin ich aber drauf gekommen, das kann man nicht, da geht es falsch dahin vielleicht, das kann man die Leute nicht zumuten. Und dann bin ich in ein Tonstudio gegangen und im Tonstudio haben sie es wirklich selber eingesungen. Und dann bei der Show, bei der Weihnachtsfeier, haben sie halt dann nur mehr quasi den Mund aufgemacht. Und da die erste Weihnachtsfeier, wir singen ein richtig schweres Lied und zwar von John Lennon, So This Is Christmas. Und du hast den ersten Einsatz gehabt. Und der Steffen ist gestanden, die Leute haben geschaut, schau da draußen stehen und dann ist schon gerannt. So This Is Christmas. Und du hast noch immer geschaut ins Publikum. Also war unglücklich. Nein, aber war gut. Es war immer gut. Es war immer lässig. Wir haben gewonnen. Ich freue mich wirklich. 3-2 gewonnen von 0-2. Super. Schön, also, das ist sehr glücklich für unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr. Und an dieser Stelle jetzt ein großes Dankeschön an euch, liebe Rapid-Fans, dass ihr mit dabei wart. Der Hinweis: heute
im Laufe des Abends danach gibt es natürlich auf unserer Videoplattform Rapid TV alle Stimmen von unserem Trainer, von unseren Spielern zu diesem heutigen Spiel. Es gibt natürlich die Pressekonferenz auch mit unserem Trainer Didi Kübauer und den Spielbericht findet ihr jetzt bereits online. Und dann freuen wir uns alle schon auf kommenden Mittwoch, wenn es wieder heißt Rapid gegen den LASK, unser nächstes Spiel. Dann melden wir uns wieder mit Matchday Live, eine Stunde 10 vor Spielbeginn. Und am nächsten Sonntag heißt es einmal noch Auswärtsspiel in Hütteldorf. Du wirst wieder mit dabei sein, wir freuen uns. Ich bin wieder mit dabei, freue mich und es gibt wieder zwei ganz besondere Gäste. Und es wäre schön, wenn wieder alle einschalten und mit dabei sind. Dann sage ich danke, Steffen, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, Ümit. Ich bedanke mich. Nochmal Gratulation. Danke. Frisch gebackener Papa. Und Frage an dich ganz kurz, wie heißt die Kleine? Das hat er vorher nicht gesagt. Hat er gesagt. Eindeutig. Und jetzt, wenn du das Mädchen gehört, ein Moderator muss sich konzentrieren auf seine Gäste. Was hat er gesagt? Haben wir eine Nase? Ich werde mir es nach anschauen auf Rapid TV, da gibt es schon zum Nachanschauen. Aber das war dafür jetzt wieder sehr clever gemacht. Ja. Also, Ümit, wie heißt es? Mina. Mina. Hat er eindeutig gesagt. Wiedersehen, gute Nacht. Vielen Dank fürs mit dabei sein und bis zum nächsten Mal. Und 3 Punkte für unsere Mannschaft. Aber jetzt.